Hey! Hallo, ihr kleinen Schnitzel! Alle kleinen Schnitzelchens! Ja, denn hier ist es ziemlich heiß und... Doch. Wir spielen etwas, wie das Level gewesen? Ja, und ich spiele dich, also hast du spielen, oder? Eigentlich. Achso, stimmt ja eigentlich. Ich spiel. Und cool. Genau, und dann hier Fleisch brutzelt, seid ihr heute kleine Schnitzels. Und vielleicht seid ihr auch kleine Schnitzels, so einfach allgemein. So Mini-Schnitzel vielleicht. Mini-Schnitzelchen. Das kann ich also ich mag den Muskelball. Oh ja. Hallo Muskelball. Hi. Ich spiele ein bisschen dein Muskel. Ich hoffe, dir macht das nichts. Mensch. Das ist auch Muskel, mich hier. Nee, also ich bin kein Muskelball. Nicht so eine halbe, bis zu 200 Gramm Brutnahrungsmittel. Also ein bisschen über Fleisch heute reden wir hier. Okay. Schnitzelfleisch. Was ist deine Lieblingsvariante von Fleisch? Bist du eher so mehr die Schnitzel-Typ oder machst du eher wie die Schnitzel-Tees oder machst du lieber ich hab grad einen guten Hackbraten? Der Typ hat uns zwei Bananen oder gibt's sie uns wieder? Nee. Ich mag eigentlich... Und magst du gar kein Fleisch? Doch, ich mag Fleisch. Ich esse Fleisch. Bin jetzt eigentlich ich dran, eigentlich? Offiziell? Ach so. Ja, ich spiel du noch ein bisschen. Du hast eh am letzten Jahr so viel gespielt. Gönnen wir die Runde mit meinem geliebten Rambi. Mit ihr. Geliebten Rambi. Was ist dein Lieblingsfleisch? Machst du Poutinefleisch? So Rindfleisch machst du? Ich mag Hähnchen sehr gerne. Hähnchen? Ja, es schmeckt so gut auf dem Grill. So eine Hähnchenhaxe? Nee. Schenkel. Hähnchen. Fuß. Das ist geil. Was machst du für Fleisch, liebsten Jeffy? Ich mag aber auch Schweinefleisch oder Rindfleisch. Ich mag gut dieses Schnitzel oder Schnitzel, das ist sehr lecker. Was ich jetzt nicht so ein Fan bin, ist Hackbraten. Wenn jetzt alle denkt, Chef, wie warum? Aber wenn da immer hackgekochte Eier drin und ich mag keine hartgekochten Eier. Steht mal keine hartgekochten Eier. Rotiert es euch auf einen kleinen Brot? Und Karotten mag ich auch nicht. Leider sind die immer. Genau, die mag ich auch nicht. Und Karotten leider Gottes überall vertreten meistens. Ja, die so billig sind. Ja. Ich habe schon. Hauen wir noch ein bisschen Karotten rein. Die sind billig, die kosten ja nichts. So als Füllstoff, was wir schönes, leckere Mahlzeit haben. Ja, die sind auch als Füllstoff, genau. Spring mal rein, Bierchen, ja. Rambi ist hier echt sehr gut. Was dann noch das Blödste ist, Leute, dann schneiden sie die Karotten immer extra klein. Ne? Wisst ihr, wie viel, wenn man das hier dann groß schneidet, dann kann man sie wenigstens rauspicken. Ja, aber nein. Sind wir sie. Oh mein Gott. Ein Foto. Ein Foto von dem Muskelball. Schenk mir ein Foto und die Muskel. Schatzi, schenk mir ein Foto. Ja, das ist unser Schatzi. Nee, oder? Nee, ich mag eigentlich gar nicht so viele Muskeln, muss ich ehrlich sagen. Wir enttäuschen hier nicht gerade einen Zuschauer. Also nichts gegen Muskeln, aber. Ach, auch nicht so viel Gutes. Ja. Finde die Sterne, sammle Sterne, meine ich. Finde die Sterne. Und du musst auf einen Ballon reiten. Und nach links. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss Sterne sammeln. Oh, du hast noch genügend Zeit. Und Dixie fliegt gleich runter vom Heißluftballon. Vom Heißluftballon. Gott, ich hab gerade voll. Und noch alles auf eine Kante. Nice. Ja, nice. No risk, no fun. Hier in der heißen Grube von. Achso, jetzt habe ich das Ding erreicht. Speicherpaul. Ah ja, da wollen wir auch immer wechseln, genau. Ja. Oh, ich liebe dieses Fass. Steht für Diddy Kong, Dixie Kong, Donkey Kong. Oder auch. Oh! Vor O steht's auch. Ups, was ist das? Vor O, das ist kaputt gemacht. Für O? Ja. Für O, das ist kaputt gemacht worden ist. Ach so. Ich weiß, du denkst. Da hast du es gleich gebraucht, um das. Oder die kämen, wenn sie springen noch einmal, vielleicht stirbst du da nicht. Bück dich! Bück dich, bück dich! Und jetzt flieg weiter. Ach stimmt, bücken kann man sich auch. Oh mein Gott, du hast dich geopfert für die D-Cam, wenn sie schenkt. Doch, für das Team. Das Steffi-Michi-Team. Das Duo. Das Duo, hier, ja genau. Das Super-Jupa-Duo. Duo steht uns ja als D vielleicht, aber Double. Ich immer noch die Musik. Haben wir immer die Musik schon? Ah, ja, egal. Wir haben schon immer die Musik gehört, ja. Ja, gefällt sie euch, Leute, die Seite, die sie hören? Ich verstehe leider nicht. Gestern hat man super die Musik gehört. Ja. Da kamen immer so alte Schlager, so Volksmusik, das möchtet ihr, Leute. Steht da drauf, deswegen schaltet ihr hier mal eine.
Wir würden gerne öfter solche Musik spielen lassen, aber die, ihr wisst ja die GEMA. Ja. Nee, doch, auch in so einem Schlagerkonzert. Spaß. Was? Ich gebe ein Schlagerkonzert. Okay, nein, du gibst ein Schlagerkonzert. Ich gebe, okay. Aber ich muss ehrlich sagen, aus so einer Faschingsparty so ein Schlager mache ich ja gar nicht so schlecht. Stimmt. Muss ich auch so sagen. So alte Schlagerlieder. Ja, die hast auch manchmal schon. Kann immer richtig gut mitsingen, ne? Wenn man schon in seinem Korken hat. Wenn man einen schon am Korken hat. Wenn man schon eine Suri hat. Also wenn man betrunken ist ein bisschen, ne? Aber nur leicht. Ein ganz betroffener. Besoffener. Ein ganz besoffener kann gar auch nicht mehr mitsingen. Nee. Oh, eine Grille, nicht viele. Warum reden wir gerade? Achso, von der. Wegen dem Festle. 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 Festle, gib mal das Festle. Jetzt musst du springen und dann musst du. Aber wieso tut einfach von einem Lava heiße Luft? Das soll das Dampf darstellen? Oh oh. Oh mein Gott, das ist hier Millimeterarbeit, Leute. Schön, dass ich sich für diese Einheit entschieden habe. Es tut dich für diese Einheit entschieden. Hast. Oh! Ja! Das hat Lehrer geschafft, Michi! Ja! Hallo, Kind! Applaus! Dankeschön! Spaß! Ich bin so süß. Was ist da? Okay, was ist da oben? Das alte Cranky? Der Gewehrtrainer? Nee, oder willst du dieses Federspiel spielen? Nee, weil ich immer jedes Mal das. Oder Leute, wollt ihr das? Nee. Squash-Schlag! Da sieht man dieses Rennen, das ist eigentlich jedes Mal das gleiche, außer dass wir halt unsere Federn da einsetzen können und wir besser werden und. Das ja, die Levels sind ein wenig. Muss ich da lang hüpfen? Nee. Nee, oder? Die Levels sind ein bisschen anders, aber sonst, ich meine. Wir spielen hier kein 100%. Ah, es trägt die neue Trickigkeit hier. Die Fest. Auf, nein! Hey, Mann, ich hab nur was aufgesagt. Pass auf, mein Controller! Dann schlage ich auf dich ein, Link. Hilfe! Das ist hier voll der Skandal hier bei Super Yupa. Da hat dich nichts hier mal gekostet. Voll auf den S? Ja, der hat den dir vorher am Arsch gekriegt, den Schlag, dich sicher. Ach so, auf Englisch sagst du es. Das macht man so. Kannst du schon nicht im Englischen hier? Doch. Ich dachte S von Buchstaben S. Dachte ich mir gerade so, hä? Ich dachte mir so, hä? Ich war. Heilige Katsch! Das hat 100 Folgen Let's Play, glaube ich. Yeah! Jawohl. Pass auf, den Hampel hier drin. Okay, pass auf, der kleine Penner. Pass auf! Ja. Irgendwas hat dieser Hayaha-Typ. Ja, stimmt, das auch. Ist auch noch hier irgendwie am. Oh mein Gott. Penner! Ist ja irgendwann am Start. Ja, das ist ja auch noch. Haben wir schon gesagt, das ist Part? Keine Ahnung. Oh, Bella, ich weiß gar nicht, was ein paar Leute tut bei uns halt. Oh, schaut einfach unten nach. Sexy Selfies. Sexy Selfies von dir. Bist du? Keine Ahnung, was tue ich? Oh! Oh, ja. Bonus! Yippie. Finde die Münze. Oh, oh mein Gott. Finde die Münze, Chef. Schnell, da finde ich sie. Ich weiß nicht, wo sie drin ist. Oh, ist sie da drin, die Münze? Ja, wir haben schon 19 Kremlins. Jungs, ich muss euch leider verlassen. Tut mir leid. Oh. Ich hätte sonst gerne noch mit euch auf hoher See getrunken. Getrunken? Ja. Was wollen wir denn trinken? Du? Keine Ahnung. Was trinkt man auf hoher See? Kannst du auch auf Dixie reinschmeißen, oder? Oder trinkt man? Was trinkt man auf hoher See? Weine? Bier? Nee, Wein trinke ich jetzt nicht so gern. Scheiße. Du möchtest mir wissen, was in der Kiste da ist. Kannst du es leider nicht mehr einsetzen, oder? Oh, scheiße, stimmt. Tja, wir werden es sicher, ich habe sogar irgendwo so einen Buchstaben. Sag ich scheiße. Stimmt. Scheiße. Ich könnte auch Shit sagen. Das ist Englisch. Du weißt nicht weiter, denkst du immer. Shit! Das macht euch einfach wirklich nicht so leid, halt. Und es gibt hier gelbe Kristalle, wie ich gerade hier sehe. Auch wieder diese schöne Böllermusik. Ich glaube, wir haben sie schon mal. Das wohl Diamanten Video. Sind. Oh, Diamanten. Vielleicht. Hallo? Da drüben ist auch irgendwas.
Michi, wie gefällt es dir eigentlich im Bergbau? Super. Also schon mal ziemlich heiß, ne? Aber es gibt irgendwie weiß. So Bergbau, ich glaube. Gar nicht so weit weg von uns, glaube ich. Da wollen wir vielleicht mal hingehen, da rutschen wir, dann gebe ich mit der großen Rutsche. Dann habt ihr hier so super sexy Bauhelme auf dem Kopf. Sehr cool. Will ich schon mal machen. Können wir mal, wenn wir frei haben, können wir das machen. Abenteuer im Bergwerk. Das dann. Oh mein Gott, schön, muss ich beachten. Schafft das schon noch? Ich schaff es noch. Und 20 haben wir jetzt. Das haben wir gar nicht geguckt eigentlich. Ich habe es nicht so. Weiß nicht, ob das gezählt hat, wenn man stirbt. Geht das Geräusch. Ich bin im Fliege. Ich habe mir gerade noch gedacht, ich pass auf. Aber nein. Hast du gespeichert? Keine Ahnung. Und speichert. Das habe ich vergessen. Oh, Squaws. Quacks! Sowas wie Laura! Laura! Kennt ihr schon Laura? Unsere schöne Laura. Ich kenne die auch gar nicht, Laura. Das ist unser Papagei. Papagei-Dame. Tja, sie wird da böse werden. Also ich kann nicht sprechen, sie kann nur Laura sagen und so ein paar andere Wörter und sie... Wasser kann sie sagen. Ja. Und Mama kann sie auch sagen. Und wenn, und, wenn man sie schon lange kennt, so wie wir, sie ist nämlich älter als wir selber, versteht man auch schon, wenn man... mit dir redet so ein bisschen. Und das Witzige ist, wenn du ihr einen Witz erzählst oder irgendwie sowas, so eine Schadensfreude, dann findet sie das auch witzig. Ja, oder sie lacht auch bei Leuten mit, wenn die im Fernsehen lacht. Das ist sehr cool. Nein! Wir haben ja auch Papagei-Leute oder andere Vögel. Wir haben auch schon andere Vögel gehabt. Ja, hast du auch einen Vogel? Spaß. Im Kopf, nein. Ich meine das ja ernst. Wir meinen es auch nicht sonst irgendwie alles, wir haben wirklich einen Papagei. Ja. Kommt sogar auch schon bei einem. Tötet ihn mal noch. Halt. Achso. Kommt sogar schon im vierten Intro dran. Die Laura, die ist auch wirklich Laura. Das hat sie gerade damals gut überschritten mit Laura, der Demon. Und ja, unsere Laura ist eben auch Laura. Ja. Unsere Laura. Laura. Und muss ich mal alle Gegner zerstören? Ja, zerstöre. Und unsere Laura mag es eben auch, wenn mit ihr von Männern erzählt. Das war's. Ja, also wenn wir über irgendwelche Männer reden zum Beispiel und sie gerade in dem Raum, wo sie ist, dann hört sie da immer zu. Ja. Also ich gehe jetzt nicht so hin, hey Laura, bla bla bla, das mache ich jetzt nicht. Wenn ihr es komisch findet, dann müsst ihr es. Oder wenn man mal lernt, dann und sie ist auch ist in dem Raum, wo sie ist, dann hört sie da auch mal zu. Das ist ja eigentlich schon ein sehr intelligenter Papagei, was wir schon alles gelernt haben. Ja, das müsste ja wirklich sein. Unser jetzigen Nachbarn. Und das sind rote Ohren. Hä? Oh, ich hab die gerade gar nicht gesehen. Ich auch nicht, die sieht man gar nicht. Grüner Finger. Geier. Geier, das ist die kein Papagei. Geier. Geier, Eier. Da links. Oh. Nein, da wäre was gewesen. Ja, da wäre... Bei uns kommt ja auch noch ein Geier, oder nicht? Hallo, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Da wäre irgendwie ein Bonus gespielt. Sorry. Bam, 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 bam. Sehr schön. Was kommt jetzt? Kommt jetzt noch ein Level oder kommt jetzt schon? Kommt der letzte Endgegner schon, oder? Gehen wir da durch? Da. Aber was heißt, wir können einen Typen bleiben noch? Gehen wir da runter? Suchen noch? Ja, wir suchen wieder einen Typen noch, komm. Da ist halt der Endgegner. Ein Minispiel. Klubas Kiosk. Hallo, Kluba. Du vergisst nicht wieder den Dialekt. Hör gut zu, Landradi, ich bin Kuba und wenn du über meine Brücke willst gehen, muss ich 8 Münzen sehen. Wenn du nicht zahlst, dann verpasse ich dir eine Ableibung, die sich gewaschen hat. Was? Das Überqueren macht 50 Tränenmünzen. Ah, hat er auch gesagt. Oder du. Noch was, wenn du todeswillig bist. Das ist ja lecker. Wenn du todeswillig bist, warum machst du da nicht in einem kleinen Spielchen mit? Kleines Spielchen? Kampf, Spiele? Spiel. Spiel? So, du willst also herausfordern und dann schauen wir mal, wie du dich so anstellst. Da du zum ersten Mal hier bist, darfst du umsonst spielen. Aber noch kostet es dich 5 Münzen pro Versuch. Du musst täglich so viele Glühwürmchen wie möglich fangen, ehe die Zeit vorbei ist. Je mehr du fängst, desto besser ist der Preis. Eins noch, sei auf der Hut, wenn ich... Bin dir auf den Fersen. Ja, was ist denn ein Spiel, ja? Du musst einfach die Glühwürmchen sammeln vor diesem. Ach, das da war's. Ah, okay. Sammle Glühwürmchen. Sammle. Sammle Glühwürmchen. Sammle Glühwürmchen. Sammle Glühwürmchen. Sammle Glühwürmchen. Ich
Ich weiß nicht, ob dieser Penner auch die Richter ändern kann. Musst du euch alle Glühwürmchen sammeln? Jetzt bist du unsterblich. Ja. Sammel Glühwürmchen. Ich kann mich gar nicht mehr an das Spiel erinnern, wer ich bin. Sammel ist. Sammel. Doch, ich schon noch. Hat der noch schneller, der Alte? Keine Ahnung. Dieses gesunde Geräusch mag ich überhaupt nicht. Das magst du überhaupt nicht. Das ist genau das. Oh, er kommt. Dann geht in so einen Schutzraum, oder ist man da gar nicht geschützt? Sicher, da bist du gar nicht mehr geschützt. Nicht? Was gibt es ihn dann? Was gibt es ihn dann? Bräuchte irgendwie etwas. Sie bräuchte irgendwie irgendwas. Lauf! Lauf einfach noch, Michi. Oh mein Gott! Er ist schon hinter mir, oder? Ich glaube, ich bin da nicht geschützt. Oh mein Gott. Ja. Zeit 15 abgelaufen, oder? Ich kann es gar nicht lesen. Ich kann es auch nicht lesen. Skorbut Primat. Dies ist deine Belohnung, Junge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Keine Ahnung. Ich hab auch gedacht. Oh mein Gott. Ich kann noch leben. Oh mein Gott. Ich war gut. Das hat sogar abgespeichert. Nice. Das hat erst gemacht. Okay, Leute. Das war jetzt halt ein bisschen... Na, egal. Wollen wir noch einen Kampf machen? Sollen wir noch? Wollen wir noch einen Kampf, Leute? Kleinen Kuba-Kampf. Ah, ein Kuba-Kampf. Mhm. Kuba-Kampf. Wie ist das nochmal? Bleib stehen, denk nicht in meinen Traum dran, mein Gold oder mein Vorrat anzufassen. Sonst werfe ich dich den Heilen zum Preis vor. Ich habe mir auch dich anfassen. Das. Kampf! Oh! Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Also, ich hatte für das Geld haben. Okay, er braucht einen anderen Dialekt. Ich hatte direkt einen bayerischen, Digga. Einen bayerischen? Okay. Ist egal. Also, das nächste. Cleveres Feuersch. Sind wir beim Cleveres Feuersch? Nee. Darfst du es tschüss sagen? Ja. Leute, ciao! Ciao, Leute! Ich muss noch Scheiß machen.